Hallo, willkommen bei Money, das kann jeder. Diese Woche lag mal wieder Freud und Leid eng beieinander. 3 Tage liefen wir auf niedrigem Niveau, eher seitlich. Ja, und dann kam nach den Inflationszahlen aus den USA der große Abverkauf, der anschließend wieder in eine Euphoriephase umschlug. Der DAX kletterte von 12.004 Punkten auf 12.669 Punkten. Und am Freitag kam nach dem Hoch die Konsolidierungsphase, mit der man eigentlich auch wieder rechnen konnte. Ja, hier hatten wir zumindest auch wieder ein kleines Plus am Ende der Woche. In den USA sah das Bild ähnlich, aber etwas schlechter aus. Die ersten Tage eine eher seitliche, leicht negative Tendenz beim S&P 500. Und dann kam der Abverkauf und neue Jahrestiefstände wurden gebildet. Und wir rutschten sogar unter die 3.500er Marke. Ja, dann schnallte der Markt wieder nach oben bis auf gut 3.711 Punkte. Und nach einer Konsolidierungsphase sind wir aktuell etwas tiefer wie am Wochenanfang. Aktuell läuft der Markt noch. Mal schauen, wie wir am Wochenende aus dem Handel gehen. Das Ganze ist natürlich nicht schön, aber auch kein Weltuntergang. Das sind halt Bärenmärkte. Die sorgen halt dafür, dass wir nicht nur einen ordentlichen Abschlag verkraften müssen, sondern es kommen auch immer wieder Erholungsphasen auf, die etwas Erleichterung bringen. Dadurch ergeben sich aber auch Chancen. Als Anleger sollte man das Glas auch immer halb voll betrachten und nicht halb leer. Kommen wir dann mal zu meinem Depot. Jetzt am Wochenende möchte ich mal wieder mein Depot im Detail zeigen und natürlich auch, was ich diese Woche gemacht und verändert habe. Und das war auch jetzt nicht unbedingt wenig gewesen. Wie immer passe ich natürlich meine Handlungen der Marktlage an und so gab es diese Woche bei mir ein paar Neukäufe. Um genau zu sein, habe ich 3 Aktien diese Woche gekauft. Neben den Neukäufen gab es durch die Schwächephase, vor allem am Donnerstag, bei Einzelunternehmen auch diverse Gelegenheiten für Nachkäufe und Optimierung. Dazu dann gleich mehr. Das Update-Video selber mache ich wie immer in 2 Teilen, da die Videos ansonsten zu lange dauern. Im ersten Teil, also heute, werde ich mein Depot und die Datenblätter zeigen und auf meine Anlagestrategie etwas eingehen. Natürlich zeige ich auch alle Veränderungen und Aktivitäten, die ich in den letzten Tagen so gemacht habe. Am Sonntag folgt dann wie immer der 2. Teil. Hier gehe ich dann wie üblich auf die Werte im Depot ein bisschen genauer ein. Ja, zumindest auf die Unternehmen, wo sich was getan hat und wo ich was entdecken konnte. Ja, dann schaue ich mir Charts an, die aktuellen Trends, berichte über wichtige News und präsentiere Quartalszahlen, wenn welche herauskamen. So wie ich das halt sonntags immer mache. Ich sage da natürlich auch, wie ich bei den einzelnen Positionen mich jetzt weiter verhalte. Für mich sind nämlich diese ganzen Infos und Entwicklungen wichtig, um die hoffentlich richtigen Entscheidungen bei den Nachkäufen in der nächsten Woche zu treffen. So, wir befinden uns jetzt mittlerweile in der 67. Woche. Für alle, die es noch nicht wissen, das Depot wurde am 5.7.2021 bei einem DAX-Stand, damals auch Höchststand, von 15.619 Punkten gestartet. Tja, das waren noch schöne Zeiten. Da lag der Markt noch gut 21% höher wie jetzt. Irgendwann werden wir aber auch wieder dahin kommen. Ist halt alles nur eine Frage der Zeit. Ich habe auf jeden Fall bis jetzt 180 Aktien analysiert. Hinzu kamen diverse Einschätzungen bei anderen Aktien, die ich dann auch direkt gekauft habe. Und so sind mit der Zeit so einige Unternehmen, die ich analysiert habe, auch in mein Depot gewandert. Tja, und das Depot will ich heute mal wieder zeigen und besprechen. Auch wenn es trotz einer Erholung immer noch Schmerzen bereitet. Dann legen wir mal los. Was hat sich also diese Woche in meinem Depot so getan? Ich habe mal wieder Dividenden erhalten. Um genau zu sein, waren es 5 Stück gewesen. Keine wirklich dicken Beträge, reicht eventuell aus für einen Restaurantbesuch, aber auch diese Summe nehme ich gerne entgegen. Ja, diese Woche gab es dann nochmal wieder eine Einzahlung über 2.000 Euro. Dadurch ist mein Cashbestand immer noch auf einem recht schönen Niveau und Investitionen können dementsprechend auch weitergehen. Natürlich auch der Depotausbau. Ja, was habe ich dann noch getan? Diese Woche kamen insgesamt 3 neue Aktien in mein Depot rein. Videos dazu habe ich ja diese Woche veröffentlicht. Daneben habe ich noch weiter investiert. Bei diversen Positionen habe ich leichte Nachkäufe, Optimierung oder auch beides getätigt. Frisch investiert habe ich diese Woche so grob 3.700 Euro. Also wieder deutlich mehr wie letzte Woche, wo der Markt ja recht gut aussah. Ja, das kam natürlich vor allem durch den schwachen Donnerstag zustande. Ja, und daneben habe ich noch 1 Aktie verkauft. Keine Sorge, keine Langfristposition, sondern eine Position, die ich für die kurzfristige Anlage oder so als kleinen Trade halt reingenommen hatte. Und ja, nach einem kleinen Plus habe ich sie jetzt rausgeschmissen, auch unter anderem, um meinen Cashbestand wieder ein bisschen zu erhöhen. Erkläre ich dann aber auch gleich im Detail. So, kommen wir einmal schnell zum Depot. Anders wie im morgigen Video findet der Handel aktuell in den Freitagabendstunden noch statt. Ich habe die Daten im Datenblatt so um 17.30 Uhr eingetragen. Aktuell haben wir so 8 Uhr. Ein bisschen Zeit ist natürlich dazwischen vergangen. Ich brauche natürlich auch ein bisschen Zeit, um alles hier vorzubereiten.
Hinzu kommt natürlich, dass der Hunger irgendwann einen auch nochmal zu einer Pause treibt und dementsprechend haben wir eine kleine zeitliche Differenz. Ich kann auch leider nicht alles gleichzeitig machen, also sprich Videoaufnahme und die Datenübertragung. Und dementsprechend haben wir eine kleine Differenz zwischen dem Datenblatt gleich und dem Depot, was ich jetzt live zeige. Ungefähr ja, so 450, 500 Euro Differenz haben wir momentan zwischen den beiden, ja, Sachen, also dem Depot jetzt hier live und den Datenblättern. Aber bei der Depotgröße ist das natürlich kein großer Unterschied. Hinzu kommt natürlich auch, dass man mir diese Differenz, auch zeitliche Differenz, ja, zugestehen muss, damit ich das alles hier auf die Kette kriege. Und dadurch, dass der Markt aktuell noch in Betrieb ist, man sieht ja auch schön, wie die Zahlen hier so wandern, kann es natürlich rucki zucki rauf und runter gehen. So, diese Woche, ja, sehen wir den eher seitlichen Verlauf. Unterm Strich ist diese Woche in meinem Depot eigentlich gar nicht so viel passiert. Also ein kleines Plus von 0,13% habe ich aktuell. Ja, wir sehen aber auch, dass das Depot gerade am Donnerstag, hier kamen ja dann die Zahlen raus in Amerika, ja, da war ich so bei 106.500 und dann innerhalb von wenigen Minuten rasselte das Depot runter auf 104.295 Euro. Anschließend kam die sehr schöne Erholung und aus einem Minus von 2.357 Euro wurde dann relativ zügig ein Plus von gut 1.980 Euro. Aber das wurde jetzt auch wieder in den letzten Stunden abgegeben. Seit dem Hoch so um 14 Uhr ging es dann doch kontinuierlich runter. Ja, und jetzt haben wir so einen kleinen seitlichen Verlauf. Müssen wir mal schauen, wie wir am Wochenende wirklich aus dem Handel gehen. Na gut. Dann würde ich sagen, scrolle ich einmal kurz das Depot durch. Rechts neben den Unternehmensnamen seht ihr die aktuelle, ja, oder den aktuellen Unterschied zwischen meinem Einkaufskurs, den ich nach Neueinstiegen oder Optimierung halt aktuell im Depot habe. Und je höher der Betrag ist, vor allem wenn er grün ist, desto weiter bewege ich mich von meinem Einkaufskurs weg im positiven Bereich. Sollte es rot sein, bin ich bei der Position im Minus und dann, ja, wird auch langsam Zeit, dass ich da mal wieder was mache. Sprich Optimierung, Nachkäufe und so weiter. Was aber dann auch natürlich wieder an der Newslage, an den Zahlen und so weiter liegt. Dementsprechend mache ich das ja auch mit dem morgigen Video, um da mir den Eindruck für die nächste Woche zu verschaffen. Und wenn dann halt Positionen ins Minus drehen, ja, dann optimiere ich und gönne den Aktien dann halt, wenn es einigermaßen gut aussieht bei den Firmen, auch noch ein paar Aktien mehr. Sprich, ich erhöhe meine Position und aktuell in der Bärenmarktphase investiere ich in bestehende Positionen ausschließlich nur in Schwächephasen. Dementsprechend, wenn Positionen ins Plus laufen, lasse ich sie laufen. Gehen sie ins Minus, mache ich dann je nach News und Chartlage und ja, Zahlen und so weiter dann meine Nachkäufe und vergrößere die Position, bis ich dann irgendwann einen Bereich erreicht habe, den ich für angemessen ansehe, sprich, ich habe einen Zielkorridor für Fundamentaktien, so im Bereich 800 bis 1200 Euro, manchmal ein bisschen mehr, so bis 1400, 1500 Euro. Hinzu kommen dann auch noch die Säulenaktien, die durchaus auch nochmal über 2000, 2500 Euro laufen können. Aber man muss dazu sagen, ich habe natürlich kaum Positionen, die ich bis jetzt fertig aufgebaut habe. Ist ja auch eine Sache, die nicht von heute auf morgen geht, sondern man muss sich die Entwicklung der Firma anschauen und dann versuchen, in, ich sag mal, guten, niedrigen Kursen halt, ne, die Bestände aufzubauen. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier dementsprechend die Liste. Ich habe ja diese Woche auch einige Optimierungen und Nachkäufe getätigt. Dann kam eine kleine, also dann kam dann halt die Erholung, die wir auch hier gesehen haben nach den Tiefs. Also gerade am Donnerstag war ich sehr aktiv gewesen mit meinen Nachkäufen und Optimierungen. Ja, und durch die Erholung sind natürlich dann viele Positionen aktuell wieder schön ins Plus gelaufen. Wie gesagt, ich scroll jetzt einmal durch. Überall, wo grüne Zahlen zu sehen sind, habe ich erstmal keinen Handlungsbedarf. Und sollte es rot werden, ja, irgendwo wird bestimmt mal eine gleich kommen. Ein paar Positionen sind ja noch im Minus, so wie die Euronext. Da werde ich dann mal schauen, wenn ein ordentlicher jetzt Abschlag gekommen ist, wie die Lage ist. Und dann sehe ich zu, dass ich die Position nächste Woche eventuell weiter aufbaue. Ob ich es mache, wird sich dann zeigen, wenn ich mir die News, Zahlen und so weiter fürs nächste Video anschaue. So, dann scrollen wir weiter. Ja, Barrick Gold ist jetzt noch leicht im Minus. Fresenius läuft ein bisschen ins Minus. Sind alles Positionen, wo ich dann in kleinen weiteren Schritten die Position weiter aufbaue. So, jetzt kommen wir auch in den unteren Bereich, wo sich dann auch meine Beobachtungsposition
befinden. Hier gehe ich ja dann erstmal ganz klein rein, warte erstmal ab, schaue, dass ich dann halt gute Möglichkeiten finde, um die Position dann weiter aufzubauen. In einem Bärenmarkt, der übergeordnet abwärts gerichtet ist, macht es natürlich Sinn, erstmal kleine Unternehmen reinzugehen, um dann bei weiterer Schwäche, die ja sehr wahrscheinlich ist bei einem Bärenmarkt, dann anschließend den Positionsaufbau zu starten. Man muss ja auch dazu sagen, dass natürlich jede Position nicht von heute auf morgen schnippschnapp fertig ist, sondern ja, sie wird über Monate, teilweise sogar über Jahre aufgebaut, je nachdem, wie sich die Gelegenheiten bieten. Und ich gehe auch nicht überall in einem Bärenmarkt in die Unternehmen rein, sondern ich versuche natürlich dann auch schöne Positionen zu schönen Kursen aufzubauen und nicht einfach zu sagen, ich investiere Geld einfach rein und ja, schaue mir dann anschließend an, was damit passiert. In einem Bärenmarkt passiert nämlich meistens das, was offensichtlich ist, sprich, dass die Positionen dann ins Minus gehen und da habe ich keine Lust zu, ja, mir das zu betrachten, wie ich zig Positionen in großen Geldbeträgen habe, die dann ins Minus laufen, sondern ich fange klein an, warte, bis die Schwäche reinkommt, dann gehe ich hin, optimiere, mache meine Nachkäufe und baue in der Schwächephase Stück für Stück meine Position auf. Ja, die drei Unternehmen, die ich dann diese Woche frisch gekauft habe, sind natürlich auch alle hier im unteren Bereich. Das wäre dann die Intuitive Surgical, die ich gekauft habe. Ja, wie gesagt, da habe ich noch nichts gemacht. Das ist wirklich nur eine Beobachtungsposition. Hauptsache, ich habe sie drin und kann einen Blick drauf werfen. Das habe ich ja auch schon in Videos erklärt, warum eine Beobachtungsposition bei mir was anderes ist wie ein Wert auf der Watchlist. Auf der Watchlist habe ich hunderte von Werten. Als Beobachtungsaktie dementsprechend natürlich viel weniger und ist eine Aktie als Beobachtung in meinem Depot, habe ich halt die Möglichkeit bzw. auch den Drang, dann mich natürlich auch wöchentlich mit der Aktie zu beschäftigen, sprich mir dann die News anzuschauen, Analystenmeinungen, Kursziele, ja, Zahlen und so weiter. Und das würde in dem Maße bei Unternehmen, die auf der Watchlist sind, nicht passieren. Da würde ich einfach nur warten, bis bestimmte Kurslevels erreicht sind. Sind die erreicht, dann würde ich mir die Unternehmen schnappen und irgendwann mal einen Blick drauf werfen. Aber sind natürlich nicht bei weitem nicht so im Blickfeld wie Aktien, die bei mir als Positionen im Depot sind, zur Beobachtung. Und dementsprechend packe ich mir Unternehmen, die ich unbedingt in mein Depot sehen möchte, auch vielleicht zu einem bisschen teureren Preis in mein Depot rein. Dann habe ich sie permanent im Blick, ich habe die News im Blick, ich habe die Zahlen im Blick, ich habe einfach alles im Blick. Und dann kann ich anschließend individuell entscheiden, wie ich die Position aufbaue. Und auch wenn ich bei manchen Unternehmen, wie jetzt eine Intuitive Surgical, eine Coca-Cola, eine McDonald's, eine S&P Global, eine Wheaton und so weiter, vielleicht ein bisschen zu Kursen einsteige, die auch über mein eigentliches Level liegen, kann ich das durchaus anschließend wieder ausgleichen, weil das hauptsächlich Positionen sind, die ich auch ja von der Qualität her so hoch oder so gut einschätze, dass ich sie, zumindest die meisten, auch als Säulenaktie sehen würde. Und dementsprechend habe ich vielleicht nur 10% meiner angestrebten Investitionssumme aktuell investiert und kann natürlich den höheren Preis, den ich jetzt beim ersten Schritt, ja, ich sag mal, teurer reinsetze in die Position, später ausgleichen bei den Nachkäufen, die ich dann vielleicht einen Ticken tiefer ansetze, um halt die Position aufzubauen und anschließend einen schönen Mischkurs zu erhalten, wodurch dann die Position unterm Strich dann wieder auf einem guten Niveau ist. Sie sind auf jeden Fall jetzt hier im Blick. Wie gesagt, diese Woche kam die Intuitive Surgical hier rein, dann noch die S&P Global, die habe ich mir auch diese Woche reingeholt. Und der dritte Wert war Wheaton Precious Metals gewesen. Auch diese Aktie habe ich diese Woche reingeholt. Ja, was jetzt mit den Positionen passiert, muss ich halt in den nächsten Wochen schauen. Ja, aktuell bin ich noch mit 10.517 Euro im Plus. Das liegt unter anderem auch darin, dass ich eine Aktie verkauft habe. Das war die Deutsche Bank gewesen. Jetzt nicht aufschreien, so war die Aktie nämlich auch geplant. Nämlich als kurzfristige Investition und nach einem kleinen, schönen, netten Plus habe ich dann halt hier gesagt, ich verkaufe die Aktie, streiche mir die Gewinne ein. Und dementsprechend erhöhe ich dann meinen Cash-Anteil. Aber ich erzähle dann den Rest gleich beim Datenblatt. Da habe ich ja dann auch alles eingetragen. Und da kann man dann auch alles besser sehen und verfolgen. So, ich würde sagen, die anderen Positionen besprechen wir dann im Detail im morgigen Video. Und dann kommen wir mal zu den Datenblättern, wo ich dann alles eingetragen habe. Ja, meine Performance auch zeigen kann und auch noch ein paar Worte reden kann. Oder halt ne, ein paar Worte von mir lasse über meine Strategie, Sichtweise und wie ich weiter vorgehen möchte.
So, willkommen beim Datenblatt. Sind wir schon angekommen? So schnell kann das gehen. Also, bevor ich hier loslege, möchte ich noch eben für alle neuen Zuschauer kurz die Basisinformationen abgeben, damit die auch wissen, was hier im Depot los ist. Also, zum einen habe ich hier in meinem Depot Trading-Kosten von 1 Euro pro Trade. Dementsprechend kann ich auch, weil die Kosten sehr, sehr gering sind, sehr kleinteilig hier arbeiten und ich kann auch die Optimierung sehr kleinteilig machen und so weiter und so fort, weil mir halt für Käufe und Verkäufe jeweils, egal wie hoch die Ordersumme ist, nur 1 Euro abgezogen wird, beziehungsweise als Kosten anfallen. Und dementsprechend ist das alles sehr, sehr überschaubar, was ich hier an Kosten habe. Die zweite Sache, die ich erwähnen möchte, ist, dass ich durch meine... das erzähle ich gleich. Jetzt machen wir erstmal den Freistellungsauftrag. Ich habe hier nämlich keinen eingerichtet. Das muss ich auch erwähnen und auch dazu sagen, dass ich das nicht gemacht habe aus irgendwelchen strategischen Überlegungen, sondern der Freistellungsauftrag wird bei mir privat anderweitig verwendet und dementsprechend habe ich hier keinen und daher arbeite ich direkt mit den Verlustverrechnungstöpfen. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich gerade sagen wollte, nämlich, dass ich hier keine Steuerersparnis durch meine Optimierung mache, sondern nur eine Steuerverschiebung. Wer mit dem Wort Optimierung jetzt nichts anfangen kann, bitte einmal im Beschreibungstext in das passende Video gehen, da erkläre ich alles im Detail. Und da ich das so wunderschön mache, brauche ich das natürlich jetzt nicht hier im Video zu machen. Also, wer was jetzt hier nicht versteht, ich habe zu den meisten Themen Videos angefertigt und die findet ihr alle im Beschreibungstext unter diesem Video. Ja, fangen wir mal einfach von vorne an. Ich habe natürlich zum Zeitpunkt, wo ich hier die Daten übernommen habe, im Datenblatt habe ich natürlich auch die Indexstände übernommen. Wir hatten zum Zeitpunkt meiner Datenübernahme beim DAX einen Stand von 12.445 Punkte, sprich der DAX ist 20,32% tiefer wie zum Zeitpunkt meiner Depoteröffnung. Der S&P 500 ist bei 3.622 gewesen, also 16,77% tiefer. Der Dow Jones 29.882 Punkte, sprich 14% tiefer. Der Nasdaq liegt bei 10.842 Punkte, dementsprechend 26% tiefer wie vor einem Jahr. Der MDAX ist noch katastrophaler gelaufen. Der liegt jetzt bei 22.344 Punkte, sprich 35% unter dem Niveau von dem Zeitpunkt der Depoteröffnung. Und beim SDAX sieht es ähnlich aus. Der liegt jetzt bei 10.515 Punkte, sprich minus 35,5%. Ja, und noch schlimmer sieht es seit Jahresanfang aus. Da ist nämlich der DAX um 21,6% abgesackt, der S&P 500 um 24,49%, der Dow Jones um 17,9%, der Nasdaq 30,7%, der MDAX 36,38% und der SDAX um 35,94%. Also, wir sehen, dass die Märkte richtig dick ins Minus gerauscht sind und das schlägt sich natürlich auch auf die Performance meines Depots nieder, das sich allerdings im Vergleich zu den Indizes noch recht wacker hält. Aktuell habe ich Minus von 8,26% und dementsprechend kann ich ganz zufrieden sein. Man muss ja auch sehen, alleine schon bei der Bewegung, die wir diese Woche in meinem Depot gesehen haben, da war die Spanne so 4.500 Euro. Das ist natürlich nicht schön, dass ich jetzt 8% im Minus bin, aber das ist jetzt auch keine Summe, die nie wieder aufgeholt werden kann. Das kann in 2, 3, 4 schönen Tagen ganz fix wieder aufgeholt werden und dementsprechend mache ich mir hier auch keine großen Sorgen. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ja, ich habe ansonsten natürlich hier alles eingetragen, also auch die Einzahlung. Mein ETF-Anteil ist aktuell bei 15,26% und im Verlustverrechnungstopf habe ich aktuell 16.072 Euro und 10 Cent. So, jetzt war ich diese Woche mal schlau gewesen und habe hier den Steuervorteil, den ich dadurch habe, auch mal hier in die Tabelle eingepflegt. Und sie wird dann halt dementsprechend auch automatisch berechnet, wenn ich dann halt hier den Wert eingebe. Und dann kann ich euch auch direkt den Betrag sagen. Die letzten Wochen habe ich das ja immer mühsam während des Videos dann ausgerechnet. Wozu soll man das machen, wenn man eine Excel-Tabelle hat? So, auf jeden Fall diese 16.072 Euro, die ich im Verlustverrechnungstopf Aktien habe, bringen mir momentan einen Steuervorteil von gut 4.500 Euro. Das ist natürlich sehr schön und das nehme ich auch sehr gerne entgegen, denn dann kann ich nämlich gut 16.000 Euro, wenn ich mal irgendwann Gewinne realisiere, diese nämlich steuerfrei behalten, beziehungsweise ich muss sie nicht versteuern und dadurch kann ich aktuell 4.500 Euro theoretische Steuern
nicht abführen, beziehungsweise ich brauche sie nicht abzuführen und kann sie halt frisch und frei weiter investieren. Währenddessen, wenn ich jetzt nichts im Verlustverrechnungstopf hätte, müsste ich dafür Steuern zahlen, dann wären die 4.500 Euro, wenn ich 16.000 Euro Gewinn realisieren würde, weg, weil ich die halt an den Vaterstaat abführen müsste. So kann ich sie behalten, so kann ich weiter investieren und das macht sich natürlich dann später auch nochmal ordentlich bemerkbar, denn wenn ich das Geld, das Mehrgeld frisch investiere, kann ich natürlich bei einer guten Aktienauswahl natürlich viel mehr Performance generieren, denn 4.500 Euro, die ich mehr investieren kann, können natürlich bei einer gut laufenden Aktie auch schöne Gewinne einfahren. Hinzu kommt natürlich, wenn ich 4.500 Euro mehr in Dividendenwerte stecke, bekomme ich natürlich auch für die 4.500 Euro, die ich mehr investiere, auch mehr Dividende. Und daher arbeite ich sehr stark mit den Verlustverrechnungstöpfen, baue auch gerne in Schwächephasen diese auf. Denn dann kann ich nämlich später mal in einer guten Phase davon profitieren, wenn ich nämlich Gewinne realisiere. Und dass ich Gewinne realisieren werde, das ist eine ganz normale Sache bei mir, da ich ja bei Schwäche meine Optimierung durchführe und dementsprechend bei einer leichten Erholung sofort wieder im Plus bin. Was man ja auch hier in der Zeile sieht. Ja, da sieht man ja auch, dass selbst bei sehr tiefen Indexständen viele Positionen nach ihren Jahrestiefs, wo ich dann halt meine Optimierung vorgenommen habe, auch schon wieder teilweise sich sehr schön erholt haben und wieder ins Plus gelaufen sind. Und dementsprechend, sobald ich diese Position auflösen würde oder müsste, würde ich natürlich dann auch sofort Steuern zahlen. Aktuell ja gut 6.849 Euro, wenn ich das Depot auflösen würde oder müsste. Und dementsprechend ist natürlich der Verlustverrechnungstopf Aktien auch rucki-zucki wieder geleert. Wir sind momentan in einer sehr tiefen Marktphase. Sollte sich der Markt mal wieder ordentlich erholen, mal um 10%, 20%, 25% nach oben laufen, dann ist natürlich auch mein Depot dementsprechend, ja, ich sag mal, auch diese Größenordnung mit nach oben gelaufen. Warum kann ich das so behaupten? Ganz einfach. Weil ich natürlich sehr breit gestreut bin. Ich habe einen Anteil von 15%, der in ETFs liegt. Dementsprechend habe ich hier schon eine natürliche Streuung in Hunderte und Tausende von Unternehmen, die, wie der Markt, sich natürlich auch bewegen werden. Hinzu kommt mein, ich sag mal, eigen erstellter ETF, der auch aus sehr, sehr, sehr vielen Unternehmen besteht. Dazu dann gleich noch ein bisschen mehr, wenn ich dann bei der Aufteilung bin. Und weil ich so breit gestreut bin in Länder, in Branchen, ja, auch in den Branchen selber, in unterschiedliche Unternehmen, werde ich höchstwahrscheinlich nicht nur Rohrkrepierer in meinem Boot haben und dementsprechend kann ich fest davon ausgehen, dass mein Depot sich ähnlich verhält wie der Markt und daher würde ich natürlich bei einer Erholung des Marktes ebenfalls mit nach oben laufen und sollte sich der Markt natürlich mal irgendwo um 10%, 15%, 20% erholen, würden sich meine Aktien, mein Depot auch in dieser Größenordnung einigermaßen erholen. Und dann wären ruckzuck Gewinne vorhanden, die natürlich mein Verlustverrechnungstopf Aktien direkt plätten würden, wenn ich ein paar Positionen verkaufen würde. Und deswegen ist dieser Betrag, der jetzt momentan hoch aussieht, nicht wirklich hoch. Denn ich bin jetzt schon mit gut 6.800 Euro bei den Einzelpositionen im Plus. Läuft der Markt nach oben, werde ich viel, viel weiter mit meinen Positionen im Plus sein. Und sollte ich hier die Realisierung machen, ist dieser Topf ruckzuck geleert. Hinzu kommt natürlich auch, dass man natürlich mein Depot von der Größe mit betrachten sollte und dementsprechend ist es natürlich auch klar, wenn ein Depot in der Größenordnung 100.000 plus, ich sag mal, nach oben läuft, dass dann dementsprechend auch die Gewinne anfallen und einen Verlustverrechnungstopf von 16.000 Euro zu leeren. Wie gesagt, ich sammle die schön an, damit ich später meine steuerfreien Gewinne machen kann, vor allem, weil ich ja dann später auch mal mit 10% meines Depots auch in kurzzeitigen Positionen reingehe. Eine kann ich gleich auch zeigen, habe ich ja heute auch verkauft, um ein bisschen extra Cash zu generieren. Aber das erzähle ich dann gleich in Ruhe. So, was gibt's noch zu erzählen? Ja, ich gehe mal einmal die Liste durch. Natürlich, wie von euch gewünscht, in einem sehr gemächlichen Tempo, damit ihr bei Bedarf das Video auch flockig und ohne Stress pausieren könnt. Ja, warum habe ich auch keinen Stress mit den aktuellen niedrigen Kursen und dass Positionen in Verlust läuft und ja, dass wir momentan einen Bärenmarkt haben? Ja, das liegt natürlich vor allem auch daran, nicht nur, weil ich natürlich über die ETFs in ganz viele Unternehmen drin bin oder auch dann halt die schöne Aufteilung bzw. die vielen kleinen Positionen bei mir im Depot, sondern ich habe auch in viele solide, große und starke Unternehmen investiert,
die natürlich jetzt auch in der Krise leiden. Also da müssen wir jetzt nicht lange drüber reden. Also wenn ein Markt so massiv nach unten geht, geht so gut wie jede Firma nach unten. Und dementsprechend leiden natürlich auch große Firmen. Aber die Firmen sind ja meistens in einer recht führenden Rolle in ihrer Branche. Sie sind groß, sie sind stark, sie schreiben eigentlich jedes Jahr Gewinne, auch in Krisen. Und dementsprechend ja, kann man auch davon ausgehen, dass sie diese Krise auch sehr gut überstehen werden. Nicht so, als wenn der Markt, ich sag mal, euphorisch laufen würde, die Wirtschaft euphorisch laufen würde. Sie werden natürlich weniger Gewinne schreiben, aber sie werden Gewinne schreiben. Und das bringt denen natürlich einen immensen Vorteil gegenüber Unternehmen, die eventuell nicht so stark positioniert sind, nicht so stark aufgebaut sind wie jetzt die großen Unternehmen und die dann halt auch mal in einer Krise vielleicht in einer Situation kommen, wo sie kaum noch Gewinne schreiben oder vielleicht auch mal Verluste generieren. Na, bei den großen Unternehmen kann ich relativ sicher sein, dass kein großes Ausfallrisiko besteht, sprich, dass Firmen mal pleite gehen können, was ja in einer Krise immer ein erhöhtes Risiko bei Unternehmen ist. Und ja, wenn man sich dann halt die dicken Brummer, die dicken Firmen, und das ist ja 80-90% meines Depots, besteht ja aus wirklich solchen dicken Brummern, ja, dann kann man relativ relaxed der ganzen Sache entgegenschauen, weil man halt weiß, dass solche Unternehmen, die wirklich seit Jahren Gewinne schreiben, finanziell gut aufgestellt sind, die ihre Verschuldung im Griff haben, dass die Krise dann auch überleben werden. Und was man natürlich nicht vergessen sollte, dass diese Unternehmen natürlich auch von einer Krise profitieren können. Ja, und warum können sie profitieren? Ja, weil sie stark sind. Sie können halt in einer Phase, wo andere Unternehmen in Schlingern und Schleudern kommen, können sie weiter investieren, sie können weiter Produktionsstätten aufbauen, sie können weiter in Forschung investieren und sie können Firmen, die schwächeln, aufkaufen und so weiter und so fort. Und wenn irgendwann mal die Wirtschaft anspringt, können die natürlich viel stärker, viel dynamischer natürlich in einer Aufschwungphase ihre Geschäfte weiterführen und dann überproportional natürlich auch profitieren. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir Kurse bei den meisten Unternehmen sehen werden, die ich jetzt im Depot habe, die durchaus auch in der Region, ich sag mal, Höchststände sich bewegen können. Und das ist natürlich auch eine Sache, weswegen ich hier reingehe in diese Unternehmen, auch gerade in dieser Krisenzeit, weil ich natürlich den Blick auf lange Jahre gerichtet habe. Und ich gehe einfach davon aus, dass die ganzen Unternehmen oder viele dieser Unternehmen natürlich in der nächsten euphorischen Phase, im nächsten Bullenmarkt, in der nächsten wirtschaftlichen Boomzeit natürlich dann auch verstärkt ihre Geschäfte wieder aufnehmen können und dann auch wieder die Gewinne schreiben, die sie vor der Krise hatten. Und dann rechtfertigt es natürlich auch ein Bewertungsniveau, was vor der Krise halt war. Und dementsprechend Höchststände sind durchaus bei den meisten Unternehmen angepeilt. Natürlich nicht bei allen. Also es gibt ein paar Unternehmen, vielleicht so eine Meta oder so, wo man nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass sie wieder die Allzeithochs in relativ kurzer Zeit ergattern kann oder eine PayPal. Aber es gibt viele Unternehmen, die durchaus ihre alten Jahres- oder auch allgemeinen Höchstkurse durchaus auch in der nächsten Boomzeit wieder erblicken können. Sie haben halt die Stärke, um in der Krise gut zu agieren. Sie haben halt die Stärke, um auch gut aus der Krise rauszukommen. Und deswegen ist es nicht unbedingt schlecht, dass die Firmen jetzt in der Krise auch vom Kurs runterkommen, denn dann kann ich sie schön aufsammeln. Denn sie werden, ich hoffe es zumindest, auch gestärkt aus der Krise rausgehen oder zumindest so stark rausgehen, wie sie in die Krise reingegangen sind. Und dementsprechend solide, dicke Firmen ins Depot, wo man weiß, dass die eine Krise auch überleben können. Und die meisten Firmen, die ich hier drin habe, ach, was haben die nicht schon für Krisen erlebt? Also manche Unternehmen, die sind ja doch ein bisschen auch älter wie alle, die hier zuschauen. Wie so eine Coca-Cola oder sonst was. Ja, und die haben selbst Weltkriege schon überlebt. Und dementsprechend, also wenn Firmen, die solide aufgestellt sind, in Krisen reinkommen, heißt das nicht automatisch, dass wir nie wieder die Kurse sehen, die wir mal hatten. Wenn sie sich, ich sag mal, in der Krise gut halten können und auch, ich sag mal, die richtigen Schritte gehen, können sie durchaus auch in einer Krise gestärkt wieder rausgehen und dann auch nach einer Krise stärker laufen wie vor der Krise. Und dementsprechend. Deswegen habe ich jetzt auch keine Sorgen, dass mein Depot oder auch einzelne Unternehmen ins Minus rutschen, weil mein Blick ist natürlich auf lange Jahre gerichtet. Ich habe ein Langzeitdepot, ich will die Werte, zumindest die in meinem, ich sag mal, Langzeitanteil im Depot sind, über 5 oder 10 oder noch mehr Jahre halten. Und dementsprechend ist mein Blick bei diesen Unternehmen natürlich auch auf diese Zeithorizonte ausgelegt und nicht, wie sie jetzt stehen, nächste Woche stehen oder von mir aus in einem halben Jahr stehen, wenn die Krise noch vielleicht zugange ist, sondern mich interessiert, wie die Unternehmen
ja, aus der Krise rauskommen, wie sie in Jahren wieder darstellen können und ja, was für Kursniveaus sie ja, in 10 Jahren haben. Und viele Unternehmen sind ja auch dabei, die eine schöne Dividende zahlen. Die kassiere ich jetzt auch in der Krise, wenn sie soweit ausgeschüttet wird. Investiere sie weiter und baue jetzt Stück für Stück mein Depot weiter auf. So, dann will ich noch schnell ein paar Worte sagen zu den Positionsgrößen. Ich verfolge ja immer auch die Kommentare und dementsprechend habe ich ja auch gesehen, dass diese Woche auch das Thema mal wieder aufkam mit den kleinen Positionsgrößen. Da will ich auch noch schnell ein paar Worte zu sagen. Ja, ich wähle kleine Positionsgrößen. Wie ich das, glaube ich, vorhin auch schon erwähnt habe, gehe ich natürlich in einen Bärenmarkt klein in Unternehmen rein. Es wäre was komplett anderes, wenn wir einen Bullenmarkt hätten. Also wenn wir davon ausgehen könnten, wir sind in einer schönen Marktphase, wo Unternehmen fast automatisch steigen und wo auch die nächsten Jahre sehr gut laufen werden, weil einfach die Weltwirtschaft sehr gut läuft und man davon auch durchaus ausgehen kann, dass diese Aktien in 1, 2 oder 3 Jahren weitaus höher stehen wie jetzt, dann geht man natürlich in Positionen groß auch rein, auch in den ersten Positionen, weil man halt nicht unbedingt weiß, ob die Position nicht in 1, 2 Monaten oder in einem anderen Zeithorizont nicht viel höher stehen. Also investiert man dicker. Wir sind aber jetzt nicht in so einer Marktphase, sondern wir sind in einem Bärenmarkt. Und da ist der übergeordnete Trend halt ein ganz anderer. Momentan müssen wir von schrumpfenden Märkten ausgehen, von tieferen Märkten ausgehen und dementsprechend auch von tieferen Kursen in der nächsten Zeit bei den einzelnen Unternehmen. Auch wenn der Blick auf lange Sicht sehr positiv ist und ich auch durchaus viel höhere Kurse erwarte, muss ich erstmal davon ausgehen, dass durch die Marktschwäche Unternehmen erst einmal von ihrer Bewertung, von ihrem Kurs her in der nächsten Zeit weiter runtergehen. Also gehe ich in die Position erstmal klein rein, warte weitere Schwäche ab und baue dann die Position weiter auf. Mein Einstieg, der erfolgt zu einem Kurs, wo ich sage, ja, das Unternehmen ist in meinen Augen auf diesem Niveau fair, wenn nicht sogar gut bewertet. Dann wähle ich meinen kleinen Einstieg und sollte der Kurs dann tiefer gehen, habe ich ja keine Probleme damit, weil ich ja schon meinen Einstieg bei einem fairen und guten Niveau gemacht habe. Habe ich natürlich keine Probleme damit, dann später bei noch tieferen Kursen meine Position weiter auszubauen. Und man muss ja auch immer mit berücksichtigen, dass ich ja nicht fertig bin. Es ist ja nicht so, dass ich sage, die Positionen, die ich jetzt hier im Depot habe, sind die fertigen Positionen. Viele Positionen sind teilweise schon groß aufgebaut oder größer aufgebaut, weil ich sie ja teilweise auch schon letztes Jahr begonnen habe, in mein Depot zu packen und in der Schwächephase natürlich diese Bestände auch schon weiter aufgebaut habe. Aber ganz viele Positionen, gerade die ich auch in den letzten Wochen und Monaten gekauft habe, habe ich natürlich erst im Depot reingeholt. Ja, ich sag mal, wo der Markt schlecht lief, die Aktien schlecht liefen und habe dann erstmal kleine Bestände aufgebaut. Und die möchte ich natürlich jetzt auch in der weiteren Schwächephase weiter vergrößern. Und ich möchte natürlich in so einer, ja, ich sag mal, schwachen Marktphase nicht mit einer Positionsgröße direkt starten, wo ich dann bei einer weiteren Schwäche sofort mit einem hohen Betrag ins Minus laufe. Ich wähle die kleine Einstiegsgröße, weil ich dadurch mir sämtliche Vorteile offen halte. Nehmen wir mal eine Position, ich gehe mit 300, 400, 500 Euro in eine erste Position rein. So, sollten wir jetzt gerade an dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, plötzlich drehen, Party feiern und die Märkte laufen nach oben, dann laufen die Positionen nach oben und ich bin natürlich theoretisch dann ja leider zu klein eingestiegen, was aber kein Problem ist, denn sollte der Markt wirklich nach oben schnellen und ich will in diese Position weiter investieren, kann ich das ja zu späteren Zeitpunkten auch machen. Mache ich das, dann vermischt sich natürlich der Neukauf dieser Position mit meinem Altbestand und dadurch bekomme ich natürlich einen schönen Mischkurs zustande, wodurch dann die Gesamtposition natürlich immer noch im Plus ist. Natürlich dann weniger im Plus, aber ich bin jetzt auch mit mehr Geld reingegangen. Na, dann könnte ich auch hingehen und sagen, okay, um das Risiko ein bisschen rauszunehmen, setze ich dann ein Stop-Level, wo ich dann automatisch dann halt nicht runterfallen möchte, dass ich nicht dann halt ins Risiko laufe, wenn dann es doch eine ja, Fehlbullenphase war, dass es dann halt im Endeffekt irgendwann nochmal massiver runtergeht, dann kann ich diese Position, die ich dann in Stärke aufbaue, von einem niedrigen Niveau, kann ich natürlich auch ein bisschen absichern und sagen, okay, sollte das Level erreicht werden, mache ich dann halt einen Stop rein und dann wird die Position verkleinert oder verkauft, damit das Risiko in Stärke zu kaufen nicht so groß wird. Also sollte der Markt drehen, wir laufen nach oben, habe ich ja keinen großen Nachteil. Ich hätte zwar größer einsteigen müssen oder können unten,
Aber wenn wir nach oben laufen, kann ich ja immer noch nachlegen und nachkaufen. Und dementsprechend habe ich ja hier auch meinen Vorteil, dass ich jetzt schon bei den Kursen reingegangen bin. Sollte die andere Variante passieren, sprich, dass der Markt weiter runter geht, ja, dann habe ich ja sowieso alles richtig gemacht, denn ich bin mit einer kleinen Position erstmal drin. Der Markt läuft runter, die Position läuft runter, beziehungsweise das Unternehmen oder die Aktie. Und ich verliere erstmal weniger Geld, weil ich halt meine Position erst in einem kleinen Rahmen aufgebaut habe. Und wenn die Schwäche kommt, kann ich meine Position weiter vergrößern. Dadurch wird natürlich auch ein Mischkurs gebildet, der natürlich dann insgesamt noch im Minus ist. Aber ich kann natürlich eine Position dann halt über einen längeren Zeitraum in einer Größenordnung und auch mit einem Mischeinkaufskurs halt generieren, der natürlich auch einiges an Potenzial natürlich in sich birgt, wenn irgendwann mal der Markt komplett dreht und wir sind ordentlich schon zurückgekommen. Dementsprechend ist natürlich, ich sag mal, die Strecke bis zu den nächsten Allzeithochs natürlich schon immens und dann wird die Position natürlich auch schön ins Plus laufen. Also, wenn ich klein reingehe, kann ich in einer Boomphase meine Bestände immer noch, ich sag mal, mit einem schönen Mischkurs zusammenklöppeln. Geht der Markt runter, kann ich ebenfalls einen Mischkurs generieren und verliere erstmal nicht so viel Geld. Und dementsprechend ist das für mich in der aktuellen Phase, sprich in einem Bärenmarkt, natürlich eine, sinnvolle Entscheidung, hier erstmal klein einzusteigen und dann meine Position Stück für Stück weiter aufzubauen. Nicht vergessen sollte man natürlich auch, ich investiere jetzt hier nicht über die nächsten Wochen und dann ist hier Feierabend und dann gehe ich in Rente und mache für mein Leben lang Urlaub, sondern ich werde natürlich das Depot auch weiter die nächsten Jahre versuchen aufzubauen. Na, das ist ja keine Momentaufnahme, wo ich sage, das Depot soll jetzt in wenigen Wochen oder Monaten stehen und danach investiere ich nicht mehr, sondern Dividenden fallen an. Es wird auch noch Cash, ich sag mal, generiert durch die kurzzeitigen Trades. Es wird noch Einzahlungen geben. Und dementsprechend wird das Geld natürlich auch in die aktuellen Positionen dann irgendwann reinfließen. Ich bin breit gestreut, ich habe viele Unternehmen. Dementsprechend kann ich auch bei vielen Unternehmen nachher punktuell Investitionen tätigen, wenn ich sage, oh ja, hier sehen wir jetzt momentan ein Niveau, wo ich noch Potenzial nach oben sehe. Also gehe ich zum Beispiel dann halt in einem halben Jahr vielleicht mit ein bisschen mehr Geld in Covestro rein. Entschuldigung. Oder ich sage dann halt in einem Dreivierteljahr, oh, BlackRock, hier sehe ich auch Potenzial, weil die Zahlen besser sind und hier durchaus höhere Kurse angesagt sind. Dementsprechend stecke ich dann im Dreivierteljahr mal wieder ein bisschen Geld in BlackRock rein. Wichtig ist erstmal, dass ich eine Grundpositionsgröße erstmal hier errichte. Sprich, dass ich eine Positionsgröße erreiche, die in meinen grundlegenden Zielzonen sind. Das ist ja so, wie ich das vorhin auch schon gesagt hatte, im Fundamentbereich, bei den Fundamentaktien, Bereich 800 bis 1200, vielleicht ein Ticken mehr. Und bei den Säulenaktien irgendwie 2000, 2500, 3000 Euro. Kommt immer darauf an, wie groß das Depot ist. So, wenn ich in diesen Zielzonen drin bin und ich habe dann irgendwann Geld, was ich nochmal investieren möchte, kann ich mir die ganzen Positionen anschauen und sagen, da möchte ich noch ein bisschen rein investieren, da möchte ich noch ein bisschen rein investieren und so weiter. Und je mehr Geld hier eingezahlt wird, desto mehr Geld generiert wird, auch durch das Depot selber, desto größer können natürlich auch die Einzelpositionen später mal werden. Na, hätte ich ein Depot mit 100.000 Euro Wert, ja, wäre ich vielleicht bei einer Position mit 800 Euro drin. Wäre das Depot irgendwann mal bei 200.000, kann ich natürlich bei einer Einzelposition auch dann höher gehen, sprich bei 1.600 Euro, nur als Beispiel. Und dementsprechend, das sind alles Positionen, die ich auch, klar, jetzt erstmal schnell versuche in der Schwäche aufzubauen, weil wir natürlich schon ein sehr niedriges Niveau erreicht haben, aber die ich auch später in den nächsten Jahren durchaus noch weiter erweitern möchte. Das sind alles Positionen, die nicht abgeschlossen sind und wo ich sage, ich werde hier nie wieder investieren, sondern ich werde auch noch später, wenn sich gute Gelegenheiten ergeben, durchaus auch in Unternehmen, in Positionen weiter Geld stecken, wenn sie in einer gewissen Zielgröße sind, aber ich dann dort noch weiteres Potenzial sehe, dann wird dann dort auch weiter Geld investiert. Und dementsprechend, das ist ein kontinuierlicher Ablauf, der hier abfolgt und ich baue mir erstmal irgendwo meine Grundpositionen auf, wo ich dann halt später individuell entscheiden kann, ob ich diese noch größer aufbaue oder sie in dieser Größe lasse, wenn sie halt, ich sag mal, nicht das Potenzial ausspielen, was ich in denen gesehen habe. Also dementsprechend, ich wollte nur einmal erklärt haben, warum hier viele kleine Positionen sind. Das liegt einfach daran, dass ich momentan einen Positionsaufbau mache und dass ich vor allem jetzt in der aktuellen Phase auch eher in die Breite gehe, um erstmal in den Unternehmen reinzukommen, damit ich erstmal drin bin, damit ich sie wirklich im Auge habe und dann je nach, ich sag mal, Schwächephase und aktuelle Newslage die Position dann halt erweitern kann. Und
Ich will natürlich auch gerade in der Phase, wo der Markt so runtergeknüppelt wird, natürlich auch die Struktur meines Depots auch in kleinen Zügen ja fertig bekommen. Es hilft mir jetzt nichts, wenn ich dann, ich sag mal, 80 Unternehmen oder 100 Unternehmen anstrebe als Beispiel und dann erstmal 5 oder 10 oder 20 Positionen super dick aufbaue und den Rest noch nicht schaffe, weil wenn irgendwann mal der Markt dreht, dann habe ich halt viel, viel höhere Einstiegskurse und kann halt, auch wenn ich in Stärke investiere, im Endeffekt natürlich nicht diese Einstiegskurse erwischen, die ich jetzt in der aktuellen Phase habe. Jetzt kann ich sie niedrig bekommen und wenn der Markt mal dreht, kann ich sie in Stärke weiter aufbauen, habe den Vorteil, dass ich einen schönen Anfangseinstiegskurs habe, der natürlich auch meinen Misch-Einkaufskurs natürlich auch immer ein bisschen runterdrückt. Und sollte die weitere Schwäche kommen, ja, dann baue ich halt die Position halt in Schwäche weiter auf. Ne, wichtig ist im Endeffekt der Mischkurs, der zustande kommt. Und ja, und dass ich überhaupt erstmal die Position im Depot habe, um halt, ja, ich sag mal, das Geld, was reinkommt, irgendwo auch an Punkten ansetzen zu können. Und ich kann sie nur ansetzen, wenn ich die Sachen im Depot habe. Deswegen baue ich jetzt erstmal in die Breite klein auf und die Größe der einzelnen Position, die kommt halt später zustande über die nächsten Wochen, Monate, aber auch Jahre. Ja, das ist kein Prozess, der jetzt nächste Woche endet, sondern ich werde hier noch sehr lange rein investieren mit Geld, was das Depot selber generiert oder ich auch einzahle und dementsprechend, ja, werde ich alle Positionen noch weiter aufbauen. Und selbst wenn ich sage, in der aktuellen Phase, ja, jetzt bin ich bei einer Position irgendwo bei 1200 oder 1400 Euro angekommen, die ist mir jetzt groß genug, die Position, und hier investiere ich nicht weiter, ja, dann kann das durchaus sein, dass in ein, zwei Jahren ich durchaus auch sage, ja, das Depot ist jetzt so groß angewachsen, dass ich weiter Geld in meine Position investieren möchte. Und dann greife ich auch durchaus die Position wieder ins Auge, wo ich schon ausreichend investiert bin, wenn ich dort natürlich Potenzial sehe. Und dementsprechend, klein anfangen heißt aber noch lange nicht, dass die Positionen nicht irgendwann in ganz anderen Größenordnungen aufgebaut werden. Na, das sind alles nur erste Schritte und nicht die fertigen Schritte. So, da habe ich jetzt, glaube ich, jetzt genug erklärt. Das sollte dann jetzt auch erstmal reichen. Ja, gleiche gilt natürlich auch für ETFs. Ebenfalls erstmal klein rein und dann, ja, schaue ich mal, wie ich jetzt in die Position weiter reinkomme. Momentan erstmal in Schwäche. Sollte der Markt mal irgendwann wieder drehen und zum Bullenmarkt mutieren, ja, dann wird auch in Stärke dort investiert. Aber ich habe halt einen guten Einstieg vorher gefunden und bin erstmal drin. Und ja, selbst wenn ich dann später in Stärke investiere, habe ich ja im Mischkurs immer noch ein sehr gutes Niveau, das dann halt durchaus tiefer liegt wie der Kurs dann später mal. Und dementsprechend, also ich habe ja keine Scheu davor, auch in einem starken Markt zu investieren. Vor allem nicht, wenn ich vorher, ja, ich sag mal, mit Positionen drin bin oder aufgebaut habe, die natürlich einen sehr tiefen, ja, Einkaufskurs haben. Und dementsprechend, na, das sind alles nur Schritte, Vorbereitungsschritte, Aufbauschritte, Schritte, die ich jetzt tätige, um später davon zu profitieren. Und natürlich gehe ich in der Marktphase auch vorsichtig vor. So, jetzt reicht das endgültig mit der Erklärung. Kommen wir lieber mal zu den Sachen, die ich diese Woche gemacht habe. So, zum einen habe ich, ja, so gut 3.700 Euro frisch neu investiert. Dann habe ich, ja, drei Aktien gekauft. Habe ich ja vorhin gezeigt, Intuitive Surgical, S&P Global und die Wheaton Precious Metals. Habe ich ja über Videos gezeigt und auch erklärt, warum ich hier angestiegen bin. Deswegen brauche ich das jetzt nicht zu machen. Dann kamen, ja, bei den ganzen Unternehmungen noch Nachkäufe oder Optimierung vor, beziehungsweise auch kombinierte Nachkäufe mit Optimierungen. Ich habe eigentlich bei allen Positionen auch dann anschließend die Optimierung genutzt, um meine Bestände weiter aufzubauen. Natürlich in kleinen Schritten, ne? Denn ich habe viele Positionen, ich will viele Positionen in der Schwäche aufbauen. Und deswegen gehe ich natürlich nicht euphorisch mit einer Positionsverdoppelung in eine Schwächephase rein, sondern ich baue sie gemächlich auf, weil ich halt auch weiß, der übergeordnete Markt ist noch negativ. Die Kurse können durchaus noch tiefere Kurse erreichen, beziehungsweise die Aktien. Und dementsprechend will ich natürlich dann auch nicht zu euphorisch, zu schnell in die Position reingehen, sondern mir noch genügend Möglichkeiten offen haben oder offen halten, dass ich hier noch eine schöne Position mir erschaffen kann. Ja, außerdem muss man natürlich auch sagen, Geld noch ist einigermaßen ausreichend vorhanden, aber das Geld würde natürlich auch ruckzuck, ja, flöten gehen, wenn ich natürlich in jeder
Position, die ich erweitern möchte oder wo ich Nachkäufe tätigen möchte, sofort mit einem fetten Betrag reingehen würde, dann wäre natürlich auch das Cash ruckzuck zu Ende und kommen dann andere Unternehmen ins Minus, könnte ich da natürlich nichts investieren. Also muss ich natürlich auch ein Auge darauf werfen, dass das vorhandene Geld auch ausreicht, um meine Aktivitäten hier wirklich umzusetzen. Ja, dann habe ich Dividenden erhalten, insgesamt 63,97 Euro. Ist ein schöner Betrag für so eine Woche. Kann ich sehr gut leben, kann ich sehr gut gebrauchen. Geld kann man ja in der aktuellen Phase wunderbar ausgeben. Und daher freue ich mich über die 63 Euro, die ich in dieser Woche extra erhalten habe. Die Beträge, die ich hier eingetragen habe, hier, aber auch hier, sind natürlich Nettobeträge. Das sind die Nettodividenden, die nach Abzug der Steuern auf mein Konto geflossen sind. Also keine Bruttodividenden, sondern Nettodividenden. Und das möchte ich nur einmal kurz erwähnen. So, dann kommen wir zur Deutschen Bank. Die hatte ich ja als Kurzzeittrade in meinem Depot. Ich habe ja schon oft erklärt, dass ich ja grundlegend ein Langfristanleger bin, der 90% seines Depots als Langzeitdepot auch aufbaue und halte. Aber 10% meines Depots wird durchaus dafür eingesetzt, um auch mal ein bisschen extra Cash zu generieren durch Kurzzeittrades, wo ich sage, ach, jetzt ist eine Aktie runtergeprügelt worden, mache ich mal eine kleine Position auf, vielleicht baue ich sie ein bisschen auf und wenn die Position dann insgesamt ein kleines Plus oder ein größeres Plus gemacht hat, dann verkaufe ich sie, generiere ein bisschen extra Cash, kann man ja immer gut gebrauchen und das sind dann halt Positionen, die ich mir ins Depot hole, die auch wirklich nicht darauf angelegt sind, dass ich hier wirklich sage, oh, ich sehe immenses Potenzial, ne, wie bei der Deutschen Bank, von mir aus ja, Zinserhöhung, sie könnte jetzt langzeitig oder langfristig davon profitieren. Wird sie wahrscheinlich auch, aber sie hat jetzt eine schöne Erholungsrallye gemacht in wenigen Tagen. Ich bin jetzt 13,8% im Plus gewesen mit meiner Position, war jetzt nicht groß gewesen die Position. Und dementsprechend habe ich gesagt, die Gewinne sichere ich mir jetzt erst einmal. Und wenn sie nochmal runterkommt, ja, kann ich ja immer wieder eine Position aufbauen. Das sind aber auch Trades, die wirklich nur dafür gedacht sind. Hier will ich keine Story spielen, hier will ich keine langfristigen Perspektiven haben oder sehen. Das sind einfach, ja, ich sag mal, Aktienpositionen, wo ich einfach reingehe, weil ich eine Chance sehe. Und wenn diese Chance realisiert wird, sprich, dass ich halt Kursgewinne generiere, dann werden sie halt realisiert, die Gewinne, damit ich halt eine weitere Cash-Generierung habe auf meinem Konto, womit ich dann halt in neue kurzzeitige Trades reingehen kann, aber auch in meine langfristigen Positionen. Und das Mehrgeld wird sich natürlich nicht schädlich machen in meinem Depot und dementsprechend versuche ich dann halt hier drüber ein bisschen extra Cash zu generieren. Aktuell habe ich 6-7 Positionen noch, die auf dieser Basis angelegt sind, wo ich nicht wirklich sage, die möchte ich langfristig halten. Die sind wirklich nur drin, um ein bisschen extra Cash zu generieren. Aber das sehen wir jetzt auch gleich beim Aufteilungsblatt. Ich bin jetzt hier soweit auch, glaube ich, durch, dass wir auch dann da hingehen können. So, schon sind wir angekommen. Hier sind wir jetzt meine Branchenübersicht, meinen selbst erstellten ETF. Da habe ich ja immer schon gesagt, dass meine Basis, mein Fundament, mein Depot selber, die 90%, die ich habe, dass die eigentlich aufgebaut sind wie ein ETF, nur halt ein persönlich aufgestellter ETF. Sprich, den ETF, den ich mir idealerweise vorstellen würde aus den Unternehmen mit den Positionsgrößen und so weiter und so fort, finde ich nicht am Markt, also erstelle ich mir einen eigenen ETF. Ich bin ein Anleger, der breit streut, der gerne auch breit gestreut ist, damit ich dann halt gut schlafen kann. Und dementsprechend baue ich hier meinen eigenen ETF auf, weil ich mit diesem ETF, den ich mir selber zusammenstelle, auch sehr gut schlafen kann. So, und den habe ich dann halt dementsprechend in unterschiedliche Branchen aufgeteilt, weil ich natürlich auch in den Boombranchen, die eventuell aktuell da sind, halt auch mit dabei bin. Aktuell ist halt Energiebereich oder Ölbereich und ja, vor ein paar Monaten noch Rohstoffbereich und so weiter. Ja, den Boomphasen, Technologie und zyklische Werte und so weiter. Und dementsprechend will ich in den Branchen breit gestreut sein, um halt den Zyklen am Markt oder bei den Zyklen am Markt auch auf jeden Fall mit dabei zu sein. Vor allem, wenn manche Branchen schwächeln, werden sie eben oftmals aufgefangen von anderen Branchen. Und dementsprechend ist das auch ein bisschen Risikominimierung, dass ich nicht nur in viele Werte drin bin, sondern auch in viele Werte, die in unterschiedlichen Branchen drin sind. Ja, und deswegen dann auch nochmal zur Diversifikation, auch in den Branchen selber nochmal so 2-3 Unternehmen, dass ich da auch nochmal eine kleine Streuung habe. Wie gesagt, das müsst ihr als mein eigenen ETF ansehen.
Und den erstelle ich mir halt, weil ich hier der, ich sag mal, Herr des ETFs bin. Ne? Ich bin der Verwalter, der Manager meines eigenen ETFs. Ich bestimme, welche Unternehmen reinkommen, welche ich gut finde. Ich habe hier keine Werte drin wie bei einem normalen ETF, die ich schlecht finde, wo ich sage, ja, was soll ich mit denen? Die machen ja Verluste oder laufen jetzt schlecht. In meinem ETF kann ich selber sagen, die fliegt raus, die kommt rein und dementsprechend kann ich hier ja selber die Unternehmen zusammensuchen, die ich gut finde und die ich gerne in meinem ETF sehen möchte. Außerdem kann ich natürlich auch jede Position vom Volumen her bearbeiten. Ich kann zyklische Werte in der Zyklik auch spielen und ich kann natürlich auch dann das Verhältnis zwischen Wachstumaktien und Dividendenaktien selber bestimmen. Also ich kann im Endeffekt alles machen, so wie ich das gerne haben möchte. Und so ist mein Depot dementsprechend aufgebaut. Und natürlich kann ich selber auch bestimmen, wie viel Geld ich über die nächsten Wochen, Monate, Jahre in den einzelnen Positionen weiter investieren möchte. Ja, das kann ich alles in einem ETF nicht machen. Da wird mir das vorgegeben. Da kann ich nur einen ETF kaufen, den kann ich verkaufen und das war's. Das ist mir allerdings zu wenig. Ich will selber meine Positionen bearbeiten und bestimmen. Und das mache ich in meinem Depot. Außerdem kann ich natürlich hier auch selber bestimmen, welche Aktien meine Säulenaktien wären, sprich welche Aktien stärker aufgebaut werden, weil ich mehr Potenzial sehe. Und auch das ist mir in einem ETF verwehrt. Da kann ich das nicht bestimmen. Hier kann ich das. So, kommen wir jetzt mal zu den einzelnen Branchen. Ihr seht jetzt hier die Aufteilung. Ihr seht die Unternehmen, die in den Branchen sind. Überall möchte ich mindestens 2 oder 3 Unternehmen haben. Habe natürlich nichts dagegen, wenn ich gute Chancen sehe oder auch gute Unternehmen erblicke, die ich unbedingt haben möchte, auch mal ein bisschen aufzustocken, wie jetzt hier bei Finanzdienstleister, wo ich mir jetzt mit der S&P Global auch einen 4. Wert reingeholt habe. Aber ansonsten sollen mindestens 2 bis 3 Unternehmen pro Branche existieren. In den meisten Branchen ist der Fall. Ich habe auch noch Lücken, wo es nicht der Fall ist. Auch wo nur 2 sind, könnte ich mir durchaus bei manchen noch einen 3. vorstellen. Wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Läuft ja alles aktuell durch die niedrigen Kurse wie in Zeitraffer ab. Wäre der Markt nicht gecrasht, wäre ich bei weitem noch nicht so weit. Jetzt sind die Kurse da, die ich für interessant ansehe für die Einstiege. Dementsprechend läuft das hier alles sehr, sehr, sehr zügig ab. Und dementsprechend baue ich auch aktuell sehr stark, sehr schnell die Struktur des Depots auf, um dann später, egal ob es weiter runter geht oder weiter nach oben geht, in den einzelnen Positionen mich dann halt später zu verstärken. Ja, wie gesagt, Lücken sind noch vorhanden. Ein paar Aktien möchte ich noch gerne kaufen. Nicht nur, um die Lücken zu füllen, sondern weil ich auch noch ein paar Unternehmen habe, die ich oder sehe, die ich gerne in mein Depot holen würde, weil ich sie einfach geil finde. Und das mache ich allerdings nur zu Kursen, wo ich sage, ja, da sehe ich Potenzial. Jetzt sind sie auch fair bewertet. Es gibt immer noch Aktien, wo ich sage, die sind mir zu teuer. Und dementsprechend warte ich hier ab. Momentan ist eine gute Phase, um abzuwarten, denn der Markt ist übergeordnet am Sinken. Und vielleicht komme ich ja endlich in die Bereiche rein, wo ich bei meinen Aktien, die ich sehr, sehr gerne haben möchte, auch mal zuschlagen könnte. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu berichten. Wie gesagt, Lücken werde ich jetzt noch in der nächsten Zeit füllen. Ist auch mein angestrebtes Ziel. Und ich werde auch erstmal jetzt mit der Vorgehensweise weiter so vorgehen, wie ich das die letzten Wochen und Monate gemacht habe. Sprich, ich werde erstmal die Breite aufbauen, erstmal in die Branchenbefüllung weiter reingehen, durchaus erstmal nur mit kleinen Beträgen, um dann im Nachhinein bei schwächeren Kursen die Position weiter aufzubauen. Oder dann halt, wenn das Depot in den Grundzügen steht, momentan würde ich sagen, sind wir so bei 80-85%, würde ich dann halt anschließend dann halt die Position aufbauen, egal ob im Stärke oder Schwäche, wenn halt dementsprechend die Branche befüllt sind und ich dann halt nicht mehr sagen kann, für mein Langzeitdepot möchte ich neue Positionen aufbauen, dann fließt das Geld in die bestehenden Positionen, aber sie müssen erstmal in meinem Depot drin sein und das ist natürlich das, was ich aktuell anstrebe. Ja, um das nochmal klarzustellen, alle Unternehmen, die einen Strich davor haben, sind meine Kurz- und Mittelzeitpositionen oder mittelfristigen Positionen, wo ich einfach nur Potenzial sehe. Das Potenzial muss nicht nächste Woche ausgespielt werden oder am nächsten Handelstag. Also ich bin kein Daytrader. Also das sind Positionen, die ich mir reinhole, die ich dann halt auch aufbaue, durchaus auch mal ein paar Wochen oder auch mal 1-2 Jahre halten kann, die ich aber hauptsächlich reinhole, um Cash zu generieren.
Na, wenn ich einer Marktphase bin, wo der Markt unten bin und wo ich investiere, dann möchte ich natürlich auch in einer Euphoriephase, wenn der Markt mal steigt, irgendwann auch mal aus den Positionen rausgehen, um Cash zu generieren. Für die nächste Downphase zum Beispiel. Na, oder wenn eine Aufwärtsphase zu übertrieben ist. Na, da möchte ich ein bisschen Cash aufbauen, damit ich dann halt, wenn es mal wieder runtergeht, dann auch wieder flüssige Mittel an der Seitenlinie habe, beziehungsweise auf dem Konto habe, die ich frisch investieren kann. Das möchte ich natürlich ungern machen bei den Positionen, die ich für die Langfristanlage, ich sag mal, mühsam über Monate und Jahre aufgebaut habe. Und deswegen lasse ich diese Position eher unangetastet und möchte dann halt den Cash-Aufbau über die kurzzeitigen Positionen machen. Also sprich, so eine Langzess, die will ich jetzt nicht für Ewigkeiten halten. Da fühle ich mich ganz wohl im Chemiebereich mit BASF, Covestro, Shin-Etsu Chemicals und Celanese. Wenn ich ein bisschen Cash brauche und die Langzess ist sehr gut gelaufen, dann verkaufe ich lieber die Langzess, hole mir dann da das nötige Cash rein. Da kann ich die Position auch komplett verkaufen und habe meine Langzeitposition unangetastet, aber dennoch, ich sag mal, Cash generiert und auch, ich sag mal, Gewinne realisiert. Und dafür sind diese Positionen da, um einfach noch eine Möglichkeit zu haben, Geld zu generieren, das vorher nicht da war, das auch zu realisieren, damit ich nur investieren kann und dass ich das machen kann, ohne meine Langzeitpositionen plätten zu müssen. Ja, die sind dann irgendwann mal aufgebaut, haben einen schönen Einkaufskurs, binden auch die Steuerlast und die möchte ich unberührt lassen. Die sollen einfach weiterlaufen, die sollen den, ich sag mal, großen Anstieg dann irgendwann mal machen und da möchte ich dann auch in der Positionsgröße drin sein und nicht dann plötzlich sagen müssen, nö, jetzt gehe ich aber mal mit der Hälfte raus, weil wenn sie dann weiterlaufen würden, wäre ich nicht dabei und ich will sie ja auch lange halten. Und dementsprechend habe ich hier ein paar Kurzzeitpositionen drin, ja, hier Knorrbremse, Langzess habe ich ja gerade schon gesagt, dann mal schnell hier durchjagen, was ich noch habe, gehe in Store Nord, eine Einhell, eine Activision Blizzard, notgedrungen, weil Microsoft die übernimmt, ja, die werde ich höchstwahrscheinlich nächstes Jahr verkaufen müssen, dementsprechend kann es keine Langzeitposition sein, da ja der Strich davor, aber auch eine Puma, aber auch eine Deutsche Bank, die hier vorher drin war, das sind halt Positionen, wenn sie mal gut gelaufen sind, ein schönes Plus haben, werden sie dafür eingesetzt, um Cash zu generieren. So, das sollte dann für heute reichen. So, der Erklärbär hat für heute Feierabend. Trockenen Hals, viel geredet, viel erklärt. Ich will aber auch, dass ihr mich versteht, warum ich diese Aktion mache, warum ich so handle, wie ich es hier tue. Hat ja alles seine Gründe. Ich mache das ja nicht nur, weil ich Bock und Laune habe, sondern das ist schon ein Hintergedanke hinter meinen Handlungen. Und das möchte ich euch auch gerne mitteilen und auch erklären. Und ich mache es auch gerne, wenn ich merke in den Kommentaren, dass manche Sachen nicht verstanden werden. Dann ist halt der Punkt gekommen, wo ich was erklären möchte oder erklären muss. Und ja, das mache ich dann halt jetzt und das habe ich heute, glaube ich, auch ausgiebig gemacht und hoffentlich auch ein paar Fragen, die vielleicht bei mancher aufgekommen sind in dieser Woche. Ja, hoffentlich sind die jetzt dadurch dann beantwortet worden. Wir machen auf jeden Fall jetzt mal Schluss für heute. Das Depot ist, ja, so wie ich das gerade gezeigt habe, ein bisschen noch im Minus. Aber damit kann ich natürlich sehr gut leben, denn es hält sich unter anderem auch weiterhin besser wie der Markt. Und außerdem nutze ich natürlich die weiterfallenden Kurse jetzt gerne aus, um meinen Bestand und das Depot weiter auszubauen. Wie und warum, habe ich ja auch gerade ausgiebig erklärt. Man hat in der Woche aber auch gesehen, wie schnell das alles gehen kann. Na, gut 2.350 Euro runter in meinem Depot und dann wieder 4.330 Euro von dem untersten Punkt wieder raufgeschnellt und das alles in wenigen Stunden. Also der Markt ist momentan sehr volatil und das sieht man dann natürlich auch im Depot. Und man sieht auch, wie schnell aktuell Verluste auch in einem Depot wieder ausgeglichen werden können, wenn der Markt mal wieder eine gute Phase hat. Ja, und irgendwann wird man natürlich auch wieder eine gute Phase kommen. Ist halt nur die Frage, wann und von welchem Niveau aus. Aber ich baue das dementsprechende Depot jetzt auch auf, um halt später in dieser Euphoriephase oder in dieser Aufschwungphase mit einem schönen Bestand dabei zu sein und dementsprechend dann auch davon natürlich mit einer schönen Summe zu profitieren. Und wer investiert sein möchte und auch günstige Einstiege sich erhofft, der muss natürlich auch mit sinkenden Depotwerten und auch einer ordentlichen Schwankung in seinem Depot leben. Ja, so ist halt Börse. Da ich das Depot für die Zukunft natürlich aufbauen möchte, auch für die weitaus längere Zukunft, komme ich mit der aktuellen Situation natürlich sehr gut klar. Denn jetzt bekomme ich natürlich auch sehr viel günstige Kurse bei den Einstiegen wie vor Monaten oder Jahren. Und in der Zukunft werde ich mich, auch wenn es jetzt weh tut, natürlich über diese Schwächephase freuen. Ja, so war das auch in den letzten Krisen gewesen. Wer da, schön kontinuierlich, überschaubar investiert hat,
wird nach der Krise natürlich ein Lächeln auf die Lippen kriegen. Und der aktuelle Stand des Depots ist ja auch natürlich in meinen Augen absolut irrelevant, denn nächste Woche kann natürlich das Depot je nach Marktlage wieder anders aussehen. Und ein weiteres dickes Minus ist in einem Depot natürlich genauso möglich wie ein erneutes Anlaufen Richtung Gewinnzone. Immer daran denken, alles was nicht realisiert wird, sind nur Buchverluste und Gewinne. Sie sind also eigentlich nichts wert, denn sie können natürlich ein paar Tage später wieder komplett anders aussehen. Und dementsprechend sollte man sich nicht davon bekloppt machen lassen, wenn man Buchverluste hat. Aber man sollte natürlich auch nicht in Euphorie verfallen, wenn man Buchgewinne hat, weil wenn man sie nicht realisiert hat, hat man sie nicht. Und dementsprechend, man muss auch den richtigen Blickwinkel immer auf diese ganze Sache haben. Wichtig ist vor allem auch in meinen Augen, wie ein Depot in Jahren aussieht und wie die Momentaufnahme ist. Ja, wenn in 5 Jahren oder 10 Jahren das Depot auf einem viel, viel höheren Niveau sich bewegt, ist es mir zu dem Zeitpunkt dann auch Latte, ob ich 5, 6, 7, 8 Jahre vorher mal im Minus war. Ja, das interessiert mich dann in dem Moment auch nicht mehr. Und dementsprechend, ich bin hier sehr optimistisch, investiere auch so, dass ich das Risiko ein bisschen rausnehme, sprich breit streuen. Falls mal doch ein Ausfallrisiko besteht bei einem Unternehmen oder es nicht so stark aus der Krise rauskommt, durch die breite Streuung habe ich das Risiko auf viele Schultern verteilt. Und die meisten Unternehmen haben in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie in Krisen wunderbar klarkommen und dass sie vor allem aus einer Krise auch stärker rauskommen können. Und oftmals sind die Geschäfte anschließend noch besser gelaufen wie vor der Krise. Und daher werde ich die aktuelle Phase auch weiter ausnutzen, um mein Depot immer weiter auszubauen. Bei den aktuellen schwachen Kursen werden auch immer mehr Unternehmen interessant für mich. Und weitere Käufe in den nächsten Tagen und Wochen wird es bei mir garantiert geben. Schließlich ist der Aufbau des Depots, so wie ihr es gerade gesehen habt, auch noch nicht zu Ende. So, den Rest zu meinem Depot und den Aktienpositionen erzähle ich dann wie immer morgen. Dann schauen wir uns mal die Unternehmen im Depot an, werfen ein Blickchen auf die Charts, News, Analystenmeinungen, Zahlen und so weiter. Und mal sehen, was sich dann auch in den letzten Stunden am Freitag noch so getan hat. Ich würde sagen, nach dem ganzen Gerede mache ich jetzt mal Schluss. Wäre natürlich super toll von euch, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mir nämlich helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und je bekannter der Kanal ist, desto motivierter bin ich, hier meine Videos zu drehen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das auch, denn dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos, wie zum Beispiel den zweiten Teil vom Depot-Update-Video oder auch meine nächsten Kaufvideos von Unternehmen, die ich gerne in meinem Depot sehen möchte. Ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!